Hallo Leute, Sheep in Black hier mit einer Aufnahme von Driver in San Francisco. Und als nächste Mission müssen wir in Tenners Wagen shiften. Wir starten wie letztes Mal. Nein, wir starten, wie wir letztes Mal geendet haben, in einem Oldsmobile. Mr. Cruiser. So. Hier ist unser Auto. Da müssen wir jetzt reinschiften. Eigentlich. Und die Frames gehen runter wie die Sau. Wir sitzen hier in einem unserem Auto und sitzen da in unserem Auto. Wir sind zweimal da. Das geht ja gar nicht. Wir müssen das andere Auto kaputt machen. Ob das geht? Wieder rein. Okay, das war's falsch. Toll, das ist der. Ich will den Wagen kaputt kriegen. Das geht wahrscheinlich eh nicht, aber trotzdem. Holy crap! Boom! Ne, er geht nicht kaputt. Ach komm, was geht denn hier schon wieder ab? Tenner-Mission gesperrt. Rückkehr in Körper noch nicht möglich. Erst eine Stadtmission beenden? San Francisco braucht einen Helden. Juhu, wir spielen jetzt Held. Nein, was verdammt soll ich jetzt machen? Davon können wir keine rufen. Ich schätze, dann sind wir allein. Bete, dass jemand über uns... Moment. Diese Stimmen, die kommen aus dem Streifenwagen da. Okay, warum nicht? Du willst, dass ich Leuten helfe, dann helfe ich. Machen wir das. Wir helfen ihnen. Ich muss den Streifenwagen finden und helfen, so gut ich kann. Stadtmission, hier. Och nö, wir müssen jetzt echt hier diesen schönen Chevelle SS kaputt machen. So, was passiert da? Ich versuch's. Geht das Funkgerät jetzt? Nein, das Mikro ist kaputt. Verstärkung können wir keine rufen. Ich schätze, dann sind wir allein. Bete, dass jemand über uns wacht. Okay, wir müssen den Flüchtenden verhaften. Und wir sagen, genau das versuchen wir jetzt einfach mal. Wir müssen ihn kaputt machen. Ah, okay. Was kommt denn jetzt? Straftat. Der Flüchtende hat eine heiße Zone. Die ist wahrscheinlich rot da oben, ne? In der Zone bleiben, um ihn zu stoppen. Verlass die Zone für 10 Sekunden und er flieht. Das wäre ein bisschen schlecht. Ah ja, genau. Oben ist die Zone rot und wir müssen ihm folgen. Halt dich fest, Partner. Ich gebe jetzt mal alles. Schnappen wir ihn uns. Hol ihn an Land, nimm ihn aus und brat ihn dir zum Essen. Genau das machen wir. Und ich überlege gerade, ob wir uns Hilfe von der Bevölkerung holen. Ja, machen wir. Wir holen uns Hilfe bei der Bevölkerung und shiften einfach in irgendein Auto, was da gerade rumfährt. Los jetzt, Tenner. Such dir ein Auto aus, fang einen Verbrecher. Genau das machen wir jetzt, Tenner. So, hier mit diesem schönen Dodge Charger. Da steht unser Opfer. Und es hat nichts gebracht. Irgendeins und ramme den Kerl von der Straße. Tue ich nicht. Oder doch? Nein, der Vista Cruiser ist zu schnell. Schade. Nehmen wir den Dodge Neon. Den Behindertenwagen und fahren damit. Okay, nein, das kriegen wir nicht mehr hin. Dann fahren wir halt hier mit. Und bumm, kaputt ist er. Genau so kennt man Verbrecher. Und ein bisschen Hilfe von der Bevölkerung? Jo. Sehr nett von der Bevölkerung. Weiter geht's. Was gibt's denn jetzt als Mission? Wahrscheinlich müssen wir jetzt zurück in Tenners. Ja genau, wir müssen jetzt in Tenners Wagen. Wo wir als Verdopplung von irgendeinem, der sonst da, den wir fahren, drin sitzen. So. Jetzt komm schon, John, du bist wütend, verstehe ich. Bin ich auch. Aber diese bleierne Stille, das wird echt alt. Wir müssen die Sache wieder in den Griff bekommen und Jericho finden, bevor er verschwinden kann. Ja, diese bleierne Stille, wenn wir einfach weg sind und unser Körper nur eine billige Hülle. Jones. Hey, Jones. Das wirst du nicht glauben. Ah, jetzt redest du wieder, ja? Du warst so lange ruhig, ich dachte schon, du hättest einen Hirnschaden. Oder du übst Kopfrechnen ohne Finger. Oh, Mann. Was zum Teufel ist in dich gefahren? Sorry, ich muss im Augenblick woanders gewesen sein. Dann behalt jetzt mal einen klaren Kopf und bring uns zurück aufs Revier. Okay, Jericho ist frei, aber wir wissen nicht wo. Was noch?
Wir wissen, dass seine Flucht kein Soloauftritt war. Genau. Wir suchen nach einem Schützen, der aus einem Helikopter ein bewegliches Ziel mit einem Raketenwerfer treffen kann. Ex-Militär? Wahrscheinlich. Der Pilot sagt, es war ein Mädchen. Dunkle Haare mit Sinn für Klamotten. Da können wir einige ausschließen. Oh, sie ist ein Profi. 2-1, dass sie untergetaucht ist. Wir müssen echt schnell machen, um Jericho zu erwischen. Also machen wir es auf die alte Tour. Wir stöbern mal den Müll und sehen dann, wohin uns die Kakerlaken führen. Also, dann ein paar Namen. Was ist mit diesem Jimmy Herrera? Sam Quentin. Odell Williams? Hatte Glück. Ist raus auf Bewährung. Ja, nicht viel, aber ein Anfang. Oh mein Gott, 2 Namen. In einem ganzen Verbrechensregister, das sie aus ihrem Kopf kramen müssen. 2 Namen. Ich kenne zwar nicht mehr, aber so als Polizisten, denke ich, sollte man eigentlich ein Jones, bisschen mehr wissen. Da gibt es noch etwas. Hast du jemals... Ach, vergiss es einfach. Tanner, sag was oder sag es eben nicht, aber bitte nicht so. Du klingst wie meine Frau. Hast du jemals geträumt, dass du fliegst, aber du warst wach? Und... Ich sag's langsam und deutlich. Du hast dir den Kopf gestoßen. Fahren wir zurück aufs Revier, John. Im Ernst. Sind wir gerade dabei. Für mich. Ich bin gerade über ein Auto gesprungen, während er gesagt hat, wir träumen, wir fliegen, yay! Das war irgendwie... Schön halten. Dass es auch keinen Ärger gibt. So. Ja, Jericho finden. Darauf muss ich mich konzentrieren. Was ist denn los mit dir? Haben wir darüber nicht gerade gesprochen? Ja. Ja, das haben wir. Okay, Fall Jericho. Fangen wir von vorne an. Was wissen wir? Jerichos Flucht war gut geplant und er hatte Hilfe. Wahrscheinlich von Ex-Militärangehörigen. Er ist immer noch da draußen. Jemand weiß, wo er ist. Irgend so ein Penner. Den müssen wir benutzen, um Jericho zu finden. Vielleicht bringt uns diese Sache, die ich kann, den entscheidenden Vorteil. Ja, da bin ich jetzt einfach mal gespannt. Was passiert jetzt? Oh! KEOC Lunchtime. Ihre Augen auf die Stadt mit mir, Gabby Denver. Nach der Werbung, die Jagd nach Charles Jericho. Wir folgen der Spur der Zerstörung, die seine dramatische Flucht hinterließ, zu dem Ort, an dem ein mutiger Beamter schwer verletzt wurde, als er versuchte, den Flüchtenden zu verhaften. Okay, wir liegen im Koma. Das ist ja wunderbar. Und wir träumen alles nur. Shift-Ebene 2. Auszoomen mit Pfeiltasten nach unten, einzoomen mit Pfeiltasten nach oben. Ausprobieren. Ein Gebäude oder einen ganzen Block überspringen könnte. Mache ich. Klick. Oh mein Gott! Und jetzt wieder zurück. Jetzt wieder zurück. Hallo, ich will wieder raus. Ich will wieder rein und raus. Raus will ich. Hui, 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 hui. Yay. Was haben wir hier für Autos? Audi, Audi. Scheiße. Mr. Cruiser ist zu langsam. Muss zu einer Mutprobe fahren. Na wat, ich fahre jetzt einfach diese Mutprobe mit dem Mr. Cruiser. Das ist mir jetzt völlig wurscht. Halt dich besser fest. Verzeih mir, Schwester. Es war nur einmal. Zunächst. Was auch immer. Jetzt geht's ab, Schwester. Wir sind hier nicht im Kloster, wir sind hier auf offener Straße. Und es geht um die Kurven, als wären sie nichts. Ich sag gar nichts zu meinem Fahrstil. Do what you want with me. Steed ist gut. Was haben wir noch? Okay. Go-Go Train.
Mutprobe. Alle müssen mehr Platz machen. Zeit zum Nachdenken nehmen. Jetzt drücke ich einfach mal diese schöne Taste, um die Mutprobe zu spielen. Hallo? So, jetzt. Ab geht's. Was muss ich machen? 800 Meter in 45 Sekunden fahren und keine Unfälle produzieren. Und dafür kriege ich 1000... Wipp. Wipp. Ich nenne sie jetzt Wipp. So. Dafür kriege ich 1000 Wipp. Mutproben, Fahrtests, die Upgrades freischalten. Bring das beste Auto für die Aufgabe. Finde den besten Ort. Machen wir. Auf geht's. Und schon wieder Schleichwerbung voraus. Wir biegen aber trotzdem jetzt mal ab und fahren nicht darauf zu, sondern freuen uns und fahren 400 Meter ohne irgendwelche Unfälle. Mit den Soul Investigators mit dem Go-Go Train Lead. Yay! Und geschafft. Oh, was sind wir gut. Es tut mir so leid. Was auch immer dir so leid tut. Was? Willenskraftwährung. Du hast etwas Willenskraft erhalten. Alle Aktionen geben. Gib sie in den Werkstätten aus. Das machen wir, aber dafür müssen wir zur Werkstatt, um Auto zu kaufen. Okay, und wir kriegen Wegpunkte durch irgendwelche lustigen Fahrmanöver. Was ein Idiot. J-Turn. Und ich habe ja letztes Mal schon ein kleines bisschen gespielt, deswegen weiß ich, dass man für das Auto, was ich bevorzuge, ein bisschen mehr Geld braucht. Und deswegen muss ich hier jetzt leider einfach mal ganz einschlagen. In dem Auto geht es auch perfekt. Naja, geht. Aber um die ganzen Fahrmanöver noch besser ausfahren zu können, nehme ich einfach mal einen anderen Wagen. Den da. Auf geht's. Mit einem coolen Lied. Das Auto ist besser. Gib Gas, Oma. Wie schnell fährt das Teil, Kleiner? Finden wir es raus. Gib Stoff. Machen wir. Mit einem Oldsmobile Cutlass. Wieder mal ein Favoritenauto von mir. Das ist ja schön. Weil eben Oldsmobile, nicht? Ja, ich weiß. Ich muss nur noch ein paar 380er machen. 380 Grad. Mit dem Auto um sich selbst drehen. Ah, das ist übrigens das Auto, was ich mir dann kaufen will. Hier, das da. Pontiac Trans AM. Der Vorgänger bzw. Nachfolger, ich weiß nicht genau, von dem Pontiac Firebird. Und yay! Oh, VW Käfer. Mag ich übrigens auch. Und Kurve, 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 Kurve. Das sind doch jetzt 263er. Gibt es wahrscheinlich keine Punkte. Und man wird schnell... Okay. Gib bei der Werkstatt hinter aus. Kaufe Fahrzeuge und Upgrades. Fahre mit einem eigenen Auto weiter. Man wird schnell geheilt, wenn man durch die... Ich bin auch noch nicht ganz fertig. Lieber Computer. Ich umkreise die gute Frau. Und kann nichts mehr sehen vor lauter Dampf und so. Und.
Und jetzt gehen wir in die Werkstatt. Fisherman's Wharf und kaufen uns ein Fahrzeug. Ich hab's recht gerne, wenn bei den Autos hier auch die Sterne immer weg sind. Weil dann sehe ich immer, was neu ist. Was natürlich nicht immer funktioniert hier. Toll. Hallo, ja, ja, ja. Zurück. So. Dann fort. Wen haben wir denn da? Nissan. Haben wir den da? Pontiac Trans Am. Da ist er. Kaufen. Ich will aber erst noch alle Sternchen weg. Okay. Das waren schon alle. Werkstatt verlassen. Wir fahren in unserem Trans Am weiter. Ich bin mal gespannt, welche Farbe, weil es ist immer variierend und wir haben... Was ist denn das für eine Farbe? Braun? Kackbraun? Irgendwie so Kackbraun-Gold. Was? Einkommen. Dein Besitz generiert... WIP. Da müsste eigentlich ein WIP-Zeichen hin. Egal. Willenskraft, Einkommen. Fahrzeuge und Werkstätten sind Besitz. Mehr besitzen heißt mehr verdienen. Das finde ich super. Okay. Ich kann nicht singen. Was ist dann Aktivität also, freigeschaltet? Was geht denn hier noch so an? Fahrt zur Aktivität. Mit guter Musik. Was haben wir denn da? Okay, das nehmen wir. Voll aggro auf die Straße driften und weitergehen. Weiterfahren. Ja, weitergehen ist gut. Ein bisschen abkürzen bei dieser Don't Give Up Musik. Wir geben nicht auf, wir kürzen ab und überfahren fast Leute, die leider aus dem Weg springen. Wir geben nicht auf, wir geben nicht auf, wir fahren immer weiter. Zu weit gefahren. Ihr Idioten, ihr steht mir im Weg. Ein bisschen springen. Auch das. Ah, da haben wir noch einen anderen. Mir gefällt der nicht mehr. Der ist kaputt. Der hier ist doch viel cooler. So. Ich weiß nicht, und in Blau. Alter, aufgehoben. Jared muss ausbrechen. Sieht echt ernst aus. Er kommt nicht weit. Das verspreche ich. Ah, oh, oh, toll, jetzt ist der auch kaputt. Was ein Idiot, ey. Und der Hydrant ist auch weg. Das hat er natürlich perfekt gelöst. Na gut, fahren wir halt über den Bürgersteig. Hallo, ich bin der Jericho. Spielen wir jetzt. Ich bin der Jericho und du bist jetzt gefangen von mir, gekidnappt, du Loser, du Kleiner. Wir fahren jetzt hier durch die Stadt. Ich entführe dich. Ich entführe dich. Und du kannst nichts dagegen unternehmen. Hey, du siehst aber aus wie mein Papa. Das kann doch gar nicht sein. Stimmt. Okay, ich bin nicht der Jericho. Hör auf zu heulen, ich bin nicht der Jericho. Okay. Und werden durchspringen. Standaktivität annehmen. Und wir stehen plötzlich da. Da. Beende die Kontrollpunktstrecke, um Willenskraft zu erhalten. Belohnung 2000. Und wir schalten den Gran Torino von Ford zum Kauf frei. Ist natürlich wunderschön, weil ich mag den Wagen. Den fährt man nämlich in einer Mission. Habe ich irgendwo gelesen. Aktivitäten. Spielen in einem beliebigen mitgebrachten Auto. Beende, um Autos zum Kauf freizuschalten. Aktivitäten wiederholen für mehr... Weiter. Los geht's. Ein bisschen schlingern. Und weiterfahren. Beende die Kontrollpunktstrecke. Und ich sehe, oben links läuft die Zeit ab. Ist doch
blöd, das ist blöd. Fahren wir doch mal einfach hinten dran. Hier, Trans AM mit Vogel vorne drauf. Wir fahren hier durch. Wir fahren dann da hinten durch. In einem leichten Swing. Oh, was ein cooler Stunt. Und ich bin kommen wieder auf die Räder und kann direkt weiterfahren. Ist doch göttlichst. Auf geht's. In die Kurve. Und jetzt links überholen, rechts überholen. Oh, der Stunt hat mich Zeit gekostet. Ich muss mich beeilen. Oh, da kommen welche um die Kurve. Die darf ich nicht streifen. Jetzt da durch und yeah! Und wieder um die Kurve und alles mitnehmen, was am Wegesrand steht. Auch das war möglichst viel bezahlen müssen. Nein, man muss natürlich nichts bezahlen. Und wird plötzlich wieder aufgebaut. Wenn man dann das nächste Mal vorbeifährt, ist alles wieder beim Alten. Und das ist ja wunderschön, weil man dann nichts bezahlen muss. Scheiße, mein Auto geht kaputt. So, die Telefonzelle noch. Ein paar Dinge zur Zeitung holen. So, jetzt noch das da. Und Wartehäuschen für den Bus. Telefonzelle. Da gibt es noch viel schöne Dinge zum Umfahren. Und das und eine Telefonzelle noch. Und schon sind wir fertig. Kontrollpunkt Strecke beendet. 2000 erhalten. Weiter. Und Gran Torino wurde zum Kauf freigeschaltet. Das ist ja wunderschön. Das freut mich. Und jetzt geht's wahrscheinlich wieder Mission. Soweit ich weiß. So, neue Upgrades erhältlich. Das kann mir gerade mal. Ist mir völlig egal. So. Als allererstes machen wir. Ja, Gran Torino jetzt erhältlich, das ist ja schön. Das Auto ist super. Als allererstes habe ich letztes Mal nicht gemacht, ich weiß nicht warum. Machen wir jetzt einfach mal dieses Rennen. Ah, das da zeige ich mal kurz, hier unten. Da sieht man so ein Symbol. So, nehmen wir einfach mal hier den Dodge Neon. Ist mir jetzt wurscht. Hier in dieser Straße gibt es eine Filmherausforderung. Punkt. So sehen die aus und je nachdem, man muss immer 10 Stück einsammeln und dann kriegt man eine Filmherausforderung freigeschaltet und kann die dann machen. Das ist dann nach dem Vorbild von alten Filmen. Ups. Nach dem Vorbild von alten Filmen, wie zum Beispiel in Blues Brothers, fährst du das Bluesmobil und du wirst von der Polizei verfolgt und alles ist in dem altertümlichen Stil. Und ist ganz cool gemacht. Da war übrigens noch ein, ist mir jetzt egal. Jun, ich bin nur realistisch. Du bist noch nie ein Rennen gefahren. Stadtmission, dies ist eine Stadtmission. Sie schalten Tendermissionen und auch Aktivitäten frei. Das ist ja wunderbar. So, was haben die denn für ein Problem? Ich bin nur realistisch. Du bist noch nie ein Rennen gefahren. Ayumu, bitte. Ich bin nervös genug. Entweder gewinnen wir das Geld fürs College oder wir sitzen im Flieger nach Nagoya und... Und wir hängen im Familiengeschäft und sind im Knast, bevor wir 40 sind. Du wirst aufs College gehen, Ayumu. Wir werden nicht wie Dad und Onkel Joji enden. Enden wir so wie Dad und Onkel Joji. Auf geht's. Steuern wir uns ins Verderben. Sie wollen Geld für ein College kriegen. Und, ihr habt sicherlich schon gesehen, sie fahren einen Audi TT, was sehr logisch ist. Sie brauchen Geld fürs College, kaufen sich aber von ihrem Geld einen Audi TT. So, jetzt versuche ich einfach mal, die anderen Autos auszuschalten mit Hilfe des Gegenverkehrs. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Okay, so geht's schon mal definitiv nicht. Nee, weicht. Haben wir hier irgendwo noch ein Auto? Auto. Vielleicht auch was Größeres als ein Auto. Bus. Nehmen wir den Bus.
So, und jetzt kommen da hinten gleich natürlich die bösen Leute und wollen das Rennen gewinnen. Und daran hindern wir sie, weil wir sie kaputt fahren. So ist jedenfalls der Plan. Komm schon, du Pussy. Komm schon. Und gleich zwei Stück auf einmal. Und jetzt muss ich mit dem Auto an denen vorbeilenken. Okay, der ist weg. Leck. So, das hätten wir schon mal geschafft. Jetzt haben wir vorbeigelenkt. Ja, fehlt noch ein bisschen Tenner-Magie, ne? Ein bisschen Tenner-Magie. So, und jetzt benutzen wir wieder ein bisschen Tenner-Magie. Boom, geh kaputt. Und du auch. Noch gewinnen wir nicht. Das ist schlimm. Fahren wir hier den Camaro SS. Wir hatten uns doch geeinigt, dass du nicht mehr so rast. Ja, komm. Ah, fast. Tut mir leid, Camaro SS, du bist auch ein altes Auto. So, ich muss aufpassen, dass wir unser Auto nicht kaputt machen. Ist jedenfalls ganz lustig, wenn man so Zielen spielt. Okay, da ist der andere. Und der ist kaputt. Ich muss was probieren. Und zwar bald. Okay, ich glaube, der ist erstmal Zeit lang ausgeschaltet. Wo ist der andere? Der ist sehr weit vorne. Das gefällt mir gar nicht. Ich fürchte, den muss ich jetzt einfach mal. Mit diesem Oldsmobile. Das Oldsmobile wird mir immer treu bleiben. Wo ist er? Da ist er. Okay. Das hat vielleicht nicht ganz so gut geklappt, aber wir wollen ja deswegen nicht gleich Oldsmobile dafür verantwortlich machen. Alter, was ein Idiot ist denn das? Den kriegen wir noch kaputt. Boom! Das hat er jetzt gezockt. So richtig viel und so. Nehmen wir das Taxi. Ich hoffe, das ist recht wendig. Wir fahren eine Umleitung. Wieso? Ich muss dringend wohin, verstehen Sie? Sie sind doch schon wo, oder? Und geh kaputt. Jetzt noch von hinten. Mit dem. Wieder rausschiften in den nächsten Wagen. Nehmen wir doch einfach mal den hier. Toll. Also in der letzten Aufnahme, als es abgekackt ist, da hat es besser funktioniert. So, den da aber. Haben wir da wieder ein größeres Auto? Irgendwo. Wir sind bei 9 von 20. Das finde ich auch nicht gut. Yeah! Die Frau sitzt am Steuer. Nee, das kriegen wir nicht mehr hin. So. Ich finde es übrigens gut, dass die Zeit langsam läuft, während man dann shiftet, dass man dann auch so ein bisschen Zeit hat. Schnall dich besser an, Schätzchen. Ich weiß, dir ist sowas von ätzend. Warte, hast du was gesagt? So.
Was ich mich frage, ist, wenn man jetzt in einen kranken Körper schlüpft, ob man dann selbst krank wird. Weil es ist ja nur die Seele, die in den anderen... Nichts wird gut. Ist doch eh alles sinnlos. Ich hab gewonnen. Alle Gegner sind erledigt. Wir haben das Rennen noch nicht mal beendet. Weiter. Und unser Auto ist völlig ganz. Ist ja wunderbar. Was? Nitro. Beschleunigen und... CTRL, das ist Steuerung links. Steuerung links nach vorne. Nimm dir eine Karre. Irgendeine. Machen wir. Oh, das für ein behindertes Ding. So, hier. Holz vorbei. Nitro. Und nochmal. Das machen wir gleich nochmal. Für eine Sekunde Nitro. Und jetzt freuen wir uns. Yeah! Toll, du standest im Weg. Okay, machen wir einfach das nächste. Was könnten wir denn da machen? Das nächstbeste, was kommt denn als nächstes? Da links das. Was ist denn das? Sehr schön gefahren, Craig. 5 Monate Training. Oh, mach den Fall erahnt. Sehr schön gefahren, Craig. 5 Monate Training und endlich begreifst du mal, worum es geht. Ehrlich? Nein, wir haben die Möhre benutzt. Wir haben sie sogar lecker zubereitet. Jetzt ist es Zeit für den Stock. Du wirst fahren lernen und wenn es dich umbringt. Aber ich... Wow, der fährt ja sehr professionell. Ohne zu blinken und alles. Naja, wir sollen dem guten Fahrlehrer ein bisschen Angst machen. Also ich würde sagen, das ist recht lustig. Ich glaube, das war gerade ein großer Durchbruch für mich. Das freut mich, Craig. Im Büro liegt sicher noch eine frische Hose für dich. Sie haben eine Ersatzhose? Die werden Sie aber auch brauchen. Ja, das glaube ich auch. Puls des Fahrlehrers auf 180 bringen. Bitte langsamer und... Klimasache, super Stunde. Jetzt fahr bitte hier rechts ran, Craig. Nein. Ich habe noch Zeit übrig. Und ich will, was ich bezahlt habe. Driften. Monsieur. Ich bin viel zu jung. Innerlich jedenfalls. Glaubst aber auch nur du. Komm schon. Gib mir ein bisschen Stoff. Vorsichtig, Craig. Schön ruhig bleiben. Nein, lieber Fahrlehrer. Oh, ich verstehe. Das ist Erpressung. Niemals. Ich hab meinen Stolz. Hast du? Ja. So, mein lieber Fahrlehrer. Ich gebe dir 10% auf deine extrem vielen zukünftigen Fahrstunden. Das reicht lange nicht. Das war scheiße. Jetzt rechts ranzufahren! Nein! Das machen wir definitiv scheiße nicht. Wir fahren nämlich links ran, mein lieber Fahrlehrer. Gar nicht witzig, Craig. Oh, geiles Auto. Weiter rechts. Also. Ein... Eine frische Hose. Chevrolet, glaube ich. Gucken, ob man den jetzt... Hey, der war doch irgendwo hier. Hallo? Weg. Wir haben die Möhre benutzt. Wir haben sie sogar lecker zubereitet. Ach, deine Mutter. So. Ich mache immer erst alle Missionen, bevor ich zur Tenner-Mission da oben gehe. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal... Da wir gerade so einen Blitz gemacht haben, nehmen wir jetzt mal hier diesen Stern. Ich meine, es war Polizei oder so.
dürfen die Bullen nicht zu dem Treffen führen. Ja, dürfen nicht. Die Terry-Coast-Leute kümmern sich schon drum. Und dann kümmern sie sich auch um uns. Ja, ich weiß. Aber jetzt ist mir gerade aufgefallen, ich habe sau überzogen. Irgendwie so eine Viertelstunde direkt. Und wir nehmen uns eine Feuerwehr. Und löschen Leute. Und ich würde sagen, mit dieser schönen Feuerwehr beende ich einfach mal diese überlange Aufnahme.